Hallöchen Popöchen, ich habe wieder was Neues für ein Traxxas Max. Und zwar habe ich mir von Polo Creations ein Lichtset bestellt. Ist diesmal leider nicht am Zoll vorbeigegangen, aus Amerika. Kostet 50 Dollar, hier 49,99. Ist aber nochmal voll drauf gekommen, 14,10 Euro. Habe ich ein Pech gehabt. Und das Set zeige ich euch jetzt mal. So, und zwar habe ich die Sachen hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Was ist da alles drin? Das ist das Komplettset von Polo Creations, steht drauf. Und zwar ist dabei eine Fernbedienung, dann das Remote-Teil hier, was ins Auto kommt. Dann steckt man einmal in ein Spannungsbringer aus dem Empfänger etc. Hat dann hier das Empfängermodul für diese Fernbedienung und geht dann hier über den Output auf die einzelnen Lichter. Zwar ist dabei das vordere Licht, für hinten Licht, dann noch so ein Karosserielicht oben an den Bügel und dann noch Unterbodenbeleuchtung. Ich habe das schon mal hier ein bisschen vorbereitet alles. Schön verhakt. Eine Kabelscheiße hier. So, jetzt mal entwirrt den ganzen Plunder. Also, einmal Frontlicht, zeige ich euch gleich mal, wie das dann am Auto aussieht. Hecklicht, muss man die ganzen LEDs alle einzeln reinstecken, habe ich hier schon mal vorbereitet und ein bisschen Heißkleber auch fixiert vorne und hinten. Unterbodenbelicht, klebt man dann drunter, einfach nur ein LED-Streifen, müsste hier rot sein bei mir. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn das kommt. Ja, also das vordere und hintere reicht schon zusammengeschraubt, also relativ billiger 3D-Druck hier die Teile. Dann muss man hier die LEDs alle einzeln hier so reinschieben. Genau so rum. So, dann schiebt man die da alle rein. Muss das dann mit dem Teil hier verschrauben. Dann kommt man mal das transparente Teil davor und dann ja, habe ich ja wie gesagt vorne und hinten schon vorbereitet. Das an eine Karosse werde ich wahrscheinlich gar nicht dranbauen. Habe ich keine Lust drauf da, immer wenn die Karosserie auf und ab geht, dass man das da immer reinklemmen muss. Deswegen mache ich nur vorne, hinten, das ist alles am Chassis und das Unterbodenlicht. Und zeige ich euch mal, wie das jetzt am Max dann aussieht. So, jetzt mal hier mit der Karre mal hingestellt. Das hier vorne, Bumper habe ich schon mal abgeschraubt. Nimmt man einfach ab, dann stoppt man sich hier die Beleuchtung. Gut, muss die natürlich hier so ein bisschen reinfummeln. Das mache ich dann nachher nochmal alles in Ruhe und anständig. Kann das hier dann so aufstecken. 100% passgenau ist das Ganze nicht, aber naja, es geht. Schiebt man hier rein, dann macht man den Bumper wieder vor. So. Genau, und dann sitzt das so, dass der dann hier schön durchleuchten kann. Ganze auch auf der Rückseite ähnlich. Ne, weil jetzt ist die dunkle Jahreszeit. Es ist ganz nice, wenn man auch noch mal ein bisschen im Dunkeln fahren kann. Ja, hier schon mal so ein bisschen rumgefummelt mit den Kabeln. So, schiebt man hier genauso drauf eigentlich. So, wird hier so ein bisschen drauf gefummelt. Kabel ein bisschen verschieben. So, dann kommt der Bumper drauf. So, und dann sieht das Ganze hier so aus, vorne und hinten. Das Ganze installiere ich jetzt nochmal mit der ganzen Elektrik etc., damit das dann auch anständig aussieht. Ja, und dann zeige ich euch das nochmal. So, kleiner Testlauf. Und das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen provisorisch verkabelt hier. Das Remote-Ding hier in den Empfänger rein, auf Bad, dass er Spannung und Strom hat. Dann hier auf den Verteiler mal nach vorne und nach hinten. Und zwar, wenn ich jetzt anmache. Kann man jetzt hier, kann ich hier jetzt schön mit der Fernbedienung, mit der Funke hier, natürlich ein bisschen Bling-Bling-Spielerei, zack, aber funktioniert,
So, alles fertig verkabelt. Unterbodenlicht auch. Aber das Remote-Kabel hier, das hat einen Wackelkontakt auf einem von den Ausgängen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt direkt an den Empfänger angeschlossen. Zeige euch nochmal die Verkabelung. Alles ein bisschen provisorisch hier reingelegt. Nicht schön, aber selten. Ja, zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen gleich draußen, aber ganz ehrlich, also ich glaube, nochmal kaufen würde ich es mir nicht. Naja, viel Spaß bei den Aufnahmen. Ah, schön die Sterne, so romantisch. So, mein Fazit zum Lichtset von Polo Creations. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Ist einfach, ja, das Geld nicht wert. Billiger 3D-Druck. Und wenn ihr Licht am Max machen wollt, dann holt euch lieber das Original-Set. Ich habe mir das nicht geholt, weil ich Max 8 Regler drin habe im Max. Und da ich gedacht, kann man nicht anschließen. Habe jetzt aber im Internet doch gelesen, kann man doch anschließen, wenn man da die Kabel richtig nochmal neu verkabelt von dem Original-Set. Ja, und wie sich das Set von Polo Creations im Skatepark schlägt, das seht ihr in der nächsten Folge von Budracer RC. Ciao. Hält nicht. Ja, Licht ist ab, schicke ich zurück nach Amerika, hält nicht der 3D-Druck.